jetzt aus Moskau. Ich stehe gerade vor dem Luschniki-Stadion. Es ist 1:30 Uhr nachts jetzt hier in Moskau mittlerweile. Die ganzen Volunteers machen gerade noch Party neben dem Stadion. Und ja, den Engländern ist das Feiern heute leider vergangen. 2:1 verloren gegen Kroatien nach Verlängerung. Ich muss ja ehrlich sagen, ich finde es ein bisschen schade, weil irgendwie waren mir diese Engländer sympathisch und ich hätte es denen mal wieder gegönnt. Zu gönnen ist es trotzdem auch Kroatien. Die haben einfach ab der 60. Minute bzw. ab dem 1:1 zu Perisic einfach besser gespielt, bessere Chancen gehabt und waren letztlich den Tick erfahrener. Und das hat auch der englische Trainer Gareth Southgate auf der Pressekonferenz zugegeben, wo ich eben auch noch war. Und ja, sein Gegenüber, der Slatko Dalic, der kroatische Trainer, war natürlich mächtig stolz. Hat das Nationaltrikot sogar getragen auf der Pressekonferenz. Ja, man hat gesagt, wir haben Charakter bewiesen und das zeigt sich allein dadurch, dass Kroatien jetzt dreimal über 120 Minuten gehen musste und dreimal einem 0:1 hinterhergelaufen ist. Und ja, dann hat man es irgendwie auch verdient, dieses Finale zu kommen gegen Frankreich. Da bin ich echt mal gespannt. Kroatien ist eine Sensation. Frankreich, das hat man sich so ein bisschen denken können, dass sie das packen. Ja, und England ist schade, die spielen jetzt um Platz 3 gegen Belgien und müssen jetzt ihre Tristesse bis Samstag schnell überwinden. Und ja, jetzt kommt gerade ein Transporter hinter mir, deswegen muss ich schnell abbauen. Bis morgen. Ciao.